Die atemberaubende Anke Engelke. Hast du jetzt Blut geleckt? Könntest du dir vorstellen, bei den Vorstadtweibern mitzuspielen und in jeder österreichischen Serienproduktion jetzt? Oder ist das, ist das jetzt für dich abgehakt, das Abenteuer Österreich? Nein, habe ich doch gerade gesagt. Hast du nicht zugehört? Nein, nicht zugehört. Ich erzähle hier die ganze Zeit nur, wie geil ich es hier finde. Sag mal, spinnst du? Herbert Kippmann hat recht. Dieser Mann ist geisteskrank. Er kriegt nichts mehr mit. Ich verstehe das nicht. Ich habe es dir ins Gesicht eben gesagt. Und dann sie hat es gesagt. Nein, aber natürlich finde ich das hier wahnsinnig angenehm, weil ich vielleicht auch das Glück hatte, so ein super Team da zu haben. Vielleicht aber das sagt ja jeder immer. Das Team war super, das Drehbuch war toll. Nee, ich habe auch schon mit... Also ich bin ja auch zum Beispiel total bescheuert. Also also vielleicht finden mich ja auch Leute doof, aber ich fand euch alle so klasse. Ich habe das wahnsinnig. Ja. Liebe Anke, hier darf ich dich noch was fragen? Ja, bitte. Stimmt es wirklich, dass du in Hotels das Zimmer downgraden lässt, weil du dich nicht privilegiert behandelt werden willst? Stimmt das? Nee, das habe ich einmal in Hamburg gemacht, weil das so ein Riesenzimmer war und ich wusste über. Das ist doch auch unangenehm, in einem zu großen Zimmer alleine zu sein. Das finde ich ganz komisch. Ja, aber du bist doch die Ohrfeigenlady im österreichischen Film. Das musst du ja, das fiel mir dann auch auf. Und dann ruderte ich zurück und habe gesagt, nee, die ist geil. Die vielen Dank für das Gespräch, liebe Annemarie Eng. Es kommt jetzt ein anderer Gast zu uns. Mhm. Vielen Dank. Michi Ostrowski und Anke Engelke.